Hallo und herzlich willkommen zurück zum Gameplay von GTA Online. Na, ich möchte euch gerne eine Frage stellen, ob die Qualität jetzt eigentlich in Ordnung ist oder noch nicht. Ich bin noch nicht ganz so glücklich, aber scheinbar geht es jetzt momentan. Ja, ich weiß leider nicht mehr weiter, oder? Also wenn jemand mir helfen kann, was ich nach Max-Qualität und Bitrate bei 4000 oben noch verbessern soll, ob es noch lohnt, mehr Bitrate hinzustellen oder ob ich irgendwie das Programm ändern kann, weiß es auch nicht. Kurz mal Glücksspiel, dann noch kurz die Karten fertig, die Statuen fertig machen. Actionfiguren, genau. So, es ist übrigens jetzt mal morgen, damit ich ein bisschen fitter bin und wenn ich warten kann, ja 20 Tage voll bin. Am Abend machen wir dann wahrscheinlich das erste Rollenspiel oder so. Mal gucken, wie es geht. Ich bin einfach so ein bisschen momentan echt süchtig nach Aufnehmen. Wenn schon zwei mitmachen, oder? Hatte immer noch zwei mitmachen. Die Aufrufe sind leider ein bisschen zurückgegangen, weil wahrscheinlich einfach so ein bisschen die Normalität eingekehrt ist. Also ist die Videos jetzt nicht mehr so anturnen. So, wir waren ja im letzten Part beim Golfclub am Suchen. Jetzt gehen wir zum Golfclub und ich zeige euch, wo das Versteck ist. Es wurde falsch eingezeichnet. Also, das ist mindestens. Oh, ist er hängen bleiben. Ah ja, das ist übrigens der Chester. Ein ziemlich gutes Auto für wenig Geld. Und es gibt es in anderen Varianten noch, aber glaube ich, die Normalversion ist die beste. Ich weiß nicht, irgendwie haben die Sportvarianten irgendwie etwas anders oder weniger Tuning. Also, weiß es auch nicht. Aber auf jeden Fall, ich mag ihn trotzdem. Das ist wirklich schnell und wendig. So, bald da. Ja, genau. Nur wegen dem kleinen Schild musst du abheben. Ah, ich freue mich schon aufs Gamepad, damit ich mehr Kontrolle habe, wenn ich einfach einen Unfall mache oder so. So, jetzt sind wir gleich da. Das ist das untere Haus hier. Wieso drehst du dich, wenn ich so wenig Unfall mache? Hier drin. So. Und dann fehlt mir eventuell noch eine, bevor ich die zwei nehmen kann, die nur am Schluss zur Verfügung sind. Und ich weiß echt nicht wo. Also, ich habe eigentlich alles schon durchsucht. Also 98 bitte. Was? 97? Ich habe ein paar Ideen, also. Ja, die werden wir jetzt absuchen gehen. Und währenddessen kann ich noch ein paar News geben oder so. Also, jetzt bin ich momentan gerade ein bisschen sportlich gewesen und deshalb, ja, mache ich jetzt momentan das Wochenende mal keinen Sport. Weil ich unterhalb von den Wadenbeinen, diesen Muskeln dort, ja, schon ein bisschen gezerrt habe. Das ist also Muskelfaserzerrung. Oder irgendwas, also ganz wenig. Was nicht spürbar, aber wenn ich zum Beispiel mich dehne, dann spüre ich stark. Und deshalb möchte ich jetzt momentan nicht so viel machen. Wahrscheinlich ein bisschen übersäuert oder so. Also wirklich gar nicht schlimm. Aber trotzdem nicht jetzt zum Sport zu machen. Da muss ich mich mehr schonen. Genau, und deshalb habe ich auch mehr Zeit und deshalb kann ich auch da ein bisschen mehr mich vorbereiten auf Rollenspiel und so weiter. Und dann geht es hoffentlich auch wieder besser mit dem Abend aufnehmen und dann können wir Rollenspiel aufnehmen. Ich denke, der Flash, der bleibt jetzt nächste Woche hier und der Kev geht in die Ferien. Da vorne. Das könnte ein Punkt sein, wo ich es nicht habe. Übrigens ganz unten am Fluss. Hier drüber. Ja, den habe ich. Hier drin, glaube ich, im kleinen, also im unteren. Eines fehlt. Wo könnte noch sein? So langsam gehen mir die Punkte aus, weil wir haben alles nochmal abgesucht. Also es war ein langer Abend.
Also wenn ihr Lust habt, könnt ihr uns gerne manchmal dabei sein. Das ist natürlich nicht gerade so spannend, aber ja, dann können wir es auch spannender machen, oder wenn er eben dabei ist. So. Ich freue mich auf jeden Fall auf mehr Gesellschaft. Und ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr GTA Online spielt und kaum Freunde habt. Oder ihr könnt ja mal erzählen, wie viele Freunde ihr habt oder was vor allem. Ja, das ist Plus. Hat Bach eh. Ein bisschen heißen herum. Also hier hochkraxeln. Ja, hier am besten hochkraxeln. Aber da ist ne. Ding im Weg. Hier durch. Ah, Rockstar, ihr habt das so umständlich gemacht, mit ein bisschen Abkürzen machen. Kleine Abkürzung wieder zum Umweg immer wieder. So. Hier glaube ich aber eher nicht, ja. War in einem Kübel. Ich glaube hier links. Ja, automatisch, weißt du, jeder kann Autotür wieder ein bisschen zumachen, aber das Spiel kann es nicht. Ja, ist wirklich nicht. Ach man, jetzt muss ich echt zum Hafen noch gehen. Das ist die beste Abkürzung zum Hafen. Man kann nicht überspringen das Taxi. Ja, hier oben habe ich eigentlich alles. Also da bin ich ein bisschen sicher, der Bauernhof könnte. Ne, Bauernhof haben wir auch nochmal abgeschaut. Also irgendwo habe ich eine, also eine Actionfigur nicht eingesammelt, obwohl ich es dachte, ich hätte sie eingesammelt. Aber wo? Wir gehen mal zum Friedhof von den Flugzeugen, also Flugzeugfriedhof, Schrottplatz, dort schauen. Und dann haben wir noch einen im Industrieviertel. Oder am Laboratorium. Bin so ein Abkürzer, ich sage nicht Laboratorium, sondern Laborium. Also es ist halt Schweiz, die haben immer Abkürzungen. Aber es ist nicht so bekannt in der Schweiz. Oder Laborchen. Laborli. Ja, ich liebe die Schweizer Sprache immer noch. Also ich bin ja aufgewachsen in der Schweiz, aber ich würde die Schweizer Ding eigentlich immer lieben. Ja gut. Hätte gedacht, ich wäre erfolgreicher im Video. Aber nö. Also eine haben wir. Das ist schon ein Erfolg, aber das ist so eine Sache. Rockstar muss irgendwie eine Bestätigung einbauen, wo die verschiedenen Sammelobjekte bestätigt wurden. Also eine spezielle zweite Map machen im Hauptmenü. Oder sonst irgendwas. Also dann gehen wir hier noch kurz zur Werkstatt schauen. Und dann zum Friedhof. Ob jetzt die da sind, bezweifle ich aber. Ja, also ein bisschen weiter. Hier in diesem Eingang. Am Schluss ist es wirklich das Schwerste. Also ja, das Schwerste einfach, weil es Polizeiding hat. Im Gefängnis nämlich. Also hier auch genommen. Oder im Campinglager. Vielleicht habe ich es dort nicht. Ja, ich müsste eventuell kurz ins Gefängnis rein. Das ist ein Mist. Hui. Ja, das darf. Ding habe ich nicht. Auf Numpad drücken. Deshalb sind die Unfälle so spektakulär, weil ich gar nicht das machen kann, damit ich wieder auf den Rädern
kommen wir wieder. Ja. Wir sind beide auf dem Flugzeug. Eines oben und eines unten. Wieso bleibst du überall hängen? Ich glaube, das ist das Flugzeug. Dann kommt man jetzt auf das andere. Ich meine, das Flugzeug. So, also das rechte ist nicht da. Das hier drin ist auch nicht da. Menor, Rätsel, Mysterium. Ich nenne es Mysterium der Statue. Das größte Mysterium. Wo ist die verschollene Statue? Actionfigur. Ah. Also ich denke, Gefängnis machen wir jetzt gerade nicht. Eines von diesen hier. Ich glaube, hier war's. Ah, im Laden, genau. Und dann wären wir beim Camping. Ah, ich bin rechts müssen. Mysterium. Der Rockstar mit dabei. Was haben sie da gedacht? Ich würde sie immer finden. Ich hätte keine Probleme. Da ist der Laden. Ich denke, viele Spieler haben Probleme bei 100. Das ist halt einfach. So random ist der. Ich glaube, der war hier drin auf dem Verpackungen, Bierverpackung. Ja, der Bier einfach Ding. Kisten. Bierkisten. Ja. Dann hier drüben war's. Ich weiß nicht genau, wo es war. Im Wohnwagen von Trevor. Wenn es jetzt das ist, dann raste ich aus. Nee, also erst nichts. Innen drin nicht. Wenn es irgendwo hier ist. Ich müsste kurz nachschauen. Die Garage? Nö. Ja, kommt gerade ein kleines Standbild, wenn ich nachschaue. Schauen wir mal. Nö, geht weiter scheinbar. Also, dann schauen wir mal. Geht hier? Actionfigures Map. Dann die erste ist, glaube ich, die beste, weil die sehr detailliert ist. Und ja, genau, die Zeiger haben ganz oben rechts. Ganz oben rechts. Da ungefähr bei diesem Haus. Ich wette aber, dass es das ist. Ich hoffe es. Bist du jetzt? Das Auto des Verschwindens. Die Actionfigur des Verschwindens. Das Mysterium Rockstar. Wie hat es geht hier? Ja. Wie würde geht hier mit einem normalen Entwickler sein? Aber Rockstar hat halt einfach manchmal ein bisschen Probleme bei der Qualitätskontrolle. Das ist nun mal so. Also hier drin war sie. Genau. Ist jetzt nicht mehr hier drin. Und man kommt fast nicht mehr raus. So. Also die habe ich. Okay, schlecht. Nicht gut, sage ich jetzt schlecht. Ja gut.
Ja, das Räuspern ist jetzt von der trockenen Luft. Ist nicht so gut. Bin halt sehr ein bisschen anfällig. Ja, wir müssen wahrscheinlich dann zum Laborium. Laboratorium. Ja, schwer ausgedacht. Also die Karten gingen relativ leicht. Da habe ich einfach eins bei der Zementfabrik hier unten links nicht gehabt und musste die nachholen und ich weiß nicht, welche Karte ich nicht hatte, aber das war leicht. Das waren ja gleich 20 Minuten, die ich verloren habe. Ah, bremst doch einfach mal richtig. Irgendwie ist die Bremse so schlecht. Muss nachher in die Tuning-Werkstatt und schauen, ob die Bremse noch nicht getuned ist. Manchmal lasse ich Sachen aus, damit ich ein bisschen Geld spare. Ein anderes Auto holen. Ja, können wir gleich machen. Irgendwo auf dem Sofa oder so war die. Das sind die Fetzen von der, ja, Papierfetzen einfach beleuchtet. Ja, solche Sachen, Qualitätskontrolle ist nicht so gut. Ja, das war, da haben wir noch schon nachgeschaut, das erinnere ich mich. Das war hier. Ja, wenn mir jemand helfen kann, wäre ich natürlich sehr dankbar. Mir fehlt einfach eine. Ein paar Vorschläge in die Kommentare oder so dürft ihr gerne machen. Oder einfach auch online mit mir zocken zusammen und die nochmal suchen, alle Punkte abgehen oder so. Ist ja schnell gemacht. 100 ist jetzt nicht eine große Zahl. Keine Ahnung. Ah ja. Ich fahre ein bisschen weg und dann kann ich wieder Mechaniker holen. Bei der Kirche unten im Süden habe ich auch. Ja, Labor nochmal schauen, ob es. Da bin ich auch ziemlich sicher, dass ich das habe. Also jetzt kann ich dann gleich mal holen. Beim Schiff hier, was hier einfach liegt, habe ich's. Hey. Nur ganz wenig gedrückt, nicht mal gedrückt. Nur angekommen an der rechten Maustaste und schon bricht es ab. I'm on the clock. What you want? Some wheels? It's on Nehmen the wir way. den. Den Goethe-O. Lala. Also, ist leider ein bisschen weiter weg, aber eine schöne Reise. Durch die amerikanische Country. Das ist so typisch amerikanisch, das haben sie recht gut angefangen. So nicht ganz so schön, habe ich so das Gefühl. Also recht viel Grünzeugs hatten sie. Ein bisschen trockener hätten sie es machen können. Aber. Ja, eben genau, die. Anstelle von zu warten, müssen sie immer ganz kurz vorher noch ein bisschen nach links oder ja, rechts gehen. Also, man macht immer wieder Unfälle, weil einfach die KI völlig anders ist. Ich gewöhne mich nicht so schnell an die KI von GTA. Ich müsste es eigentlich wissen, aber dann fällt es mir erst ein, wenn ich dann den Unfall gemacht habe, dass die KI einfach blind auf beiden Ecken ist. Auf allen vier Ecken, auf allen sechs Ecken. Auf ihrem komischen Quadratschädel. So. Viel mehr Saft. Ich find's cool. Aber die Steuerung ist echt schwer. Und der Wagner Rotstimme, das wäre eigentlich das schnellste Auto, das ich besitze. Die anderen wirklich teuren Autos, ja, lohnt sich nicht. Selber noch Probleme hast mit der Steuerung und so,
Dann würde ich eher, ja, so Mittelklassewagen kaufen, Sportwagen, also so, ja, um die 1 Million, also ein bisschen weniger. Also hier oben an der Schrift habe ich. Ist nicht mehr im U. Nochmal austesten, ob es. Ja. Nö, es ist ein Geländefahrzeug. Nö, ich kann nicht nur hochkratzen. Ich bin voll schlecht. Aber es ist so ein gutes Spiel, halt, aber einfach. Ist es bei euch auch so? Je besser ein Spiel ist, desto mehr achtet man auf Ding. Auf Einzelheiten wie ja, negative Sachen. Ja, ich bin ja auch nicht so ein Experte im Schönreden. Also viele Livestreamer reden die Games eigentlich die ganze Zeit immer nur schön. Und das ist natürlich nicht so realistisch, oder? Also, hier unten ist der Tagebau. Machst du dich selbstständig? Das Auto will einfach mal selbstständig noch ein bisschen nach rechts gehen oder nach links. Ich glaube, hier ist es auch hier drin. Beim unteren ist es auch hier drin. Aber, also auch in so einem Gebäude. Ist echt nie da. Echt nie. Also bei mir jeden Punkt werde ich enttäuscht. Ich brauche doch aber einen Punkt noch. Aber wo ist der? Am Flughafen habe ich geschaut. Am Hafen habe ich eigentlich auch schon geschaut. Da muss ich nochmals. Ne, es geht halt nicht ohne Bearbeitungsprogramm. Ich brauche unbedingt ein Bearbeitungsprogramm. Dass man halt einfach mal auch testen kann. Es ist egal, ob ich einen Monat zahlen muss, aber jetzt kann ich noch nicht zahlen. Ich muss die Kreditkarte so schnell wie möglich bekommen. Ja, wir gehen den Schienen entlang. Ja, ich denke, ich würde dieses Video jetzt mal ein bisschen länger machen. Tut mir leid, eben, wenn ihr euch nicht gerade so vergnügt seit dem Video, weil ich halt eher das suche momentan. Aber ich mache mir ja eigentlich immer große Mühe, nur eben es wird halt immer nur kurz geschaut. Eventuell stört euch ja etwas. Also dürft es gerne sagen, wenn euch etwas stört. Hat in der Sprache und so, in der Aussprache und in der Videoqualität und so. Hey, geht doch einfach auch hoch. Nicht mal auf der Treppe ein bisschen hüpfen. Dieser Automatismus immer. Ja, vielleicht einfach ein bisschen. Ach komm, zu, okay. Doch, genau. Er stoppt hier. Er stoppt nicht wegen mir, er stoppt einfach so. Also Matratzes fahren, bin ich mir halt auch nicht so. Aber im Gebäude da im Süden bin ich sicher. Also, hier bin ich sicher, dass ich dort war. Nochmals hier schauen. Hä? Wo führt mich denn der Weg? Im Zickzack? Das geht nicht. Da muss ich improvisieren. Geh? Nix, ja. Sehr gut. Oh, rastet doch nicht aus, ich bin doch hier noch ein bisschen. An der Ecke. Ja, genau. Wieso gibt es hier Leitplanken? Aus dem Weg, aus dem Weg, aus dem Sinn. Nein, nicht nach rechts. Wer weicht nach rechts aus, wenn man rechts kommt? Die
das linke, also das Gaspedal verwechseln mit der Bremse, ja. Hoppla. So ein NPC-Auto würde schon lange explodieren, wenn man hinten ankommt. Und auf den Boden stürzt, wenn das Heckmotor ist. Also hier muss es eigentlich da drin sein, aber es könnte auch woanders sein. Also eventuell hat sich da Flash ein bisschen geirrt. Oh nein, er hat wirklich gesagt, er sei sicher, dass er hier war. Also das ist es auch nicht. Dann gehen wir jetzt zum Hafen. Am Hafen hat es zwei oder drei Punkte. Und die habe ich nie abgeschaut, weil der Hafen einfach ein bisschen abgegrenzt ist. Also ist einfach am sichersten. Und für jeden, der jetzt gerade schaut, vielen Dank. Schreibt das in die Kommentare hier oder so. Bin halt einfach noch nicht gerade so bekannt. Das ist nun mal das Problem und ja, dürft mir gerne ein bisschen aufklären, wenn ihr Ideen habt, was ich machen kann, wenn ich etwas suche oder so, um es euch ein bisschen angenehmer zu machen. Ja, ihr kennt es, Anerkennung sinkt eigentlich immer mehr. Die Leute wollen immer wie aufregendere Sachen. Muss man ja richtig alles können, perfekt schneiden können, alles. Man kommt einfach nicht mehr, ja, man wird eigentlich von den Profis immer mehr gezwungen, perfekte Ware abzuliefern. Wieso eigentlich? Wieso giert der Mensch so nach Perfektionismus? Wieso ist dem Menschen eigentlich nicht mal ein bisschen Erfolg gegönnt einfach, weil es kann nicht jeder Erfolg haben und die einfach ein bisschen hinten in der Tabelle, also in dem Erfolgsding, Umfeld sind, ein bisschen hinter denen, die Erfolg haben, sind, haben einfach nichts mehr zu melden. Wie komme ich jetzt hier? Muss ich echt auf die Gegenfahrbahn, nur weil Box da zu faul ist, hier eine Ausfahrt nach links zu machen, richtig? Nur einen mega Umweg macht. Nur oberhalb vom Ding. Stadium durchgeht, ey, also darunter am besten. Ja, so gut kommt man jetzt auch nicht an auf die andere Seite vom Dock, nach rechts. Ich muss also hier vorne durch. Ja, sie sind ja auch mehr rechts. Oh, jetzt habe ich mich doch ein bisschen verfahren. Unglaublich, ey. Also eigentlich kenne ich mich perfekt aus schon wieder. Also immer Stückchen haft. Ich kann immer so extrem lange suchten, oder? Das Spiel. Ich habe andere Spiele, die ich auch liebe. Und dann verlernt man wieder, wo man jetzt unbedingt durchfahren muss. Und ist einfach mehr dem Navi gewöhnt. Also eines ist hier, rechts im Lagerhaus. Ungefähr hier. Aber wo? Da kann man irgendwo nicht rein. Er ist noch weiter unten. Ich weiß, wo es immer Gangangriff gibt. Ja, nicht. Ich glaube, es war drinnen. Bitte, Statue, tauch auf. Ich wette, es ist das andere. Ja, nur weil du Holy Shit sagst, gehe ich ein bisschen näher zu dir. Lieber NPC. Sie haben scheinbar gerne ein bisschen Aggression und extreme Achtsamkeit, gleich mal Holy Shit sagen.
Das ist doch wieder ein besserer Weg als mit den Straßen. Ah, jetzt kommt man hier nicht durch. Ja, genau, noch Stange im Weg. Hier ist sie eigentlich direkt am Anfang. Bei dem Zoll, also, ja. Dann habe ich sie da vorne. Das wissen kann man nicht. Ja, hab ich auch schon. Gab's nicht. Ich geh mal oben schauen. Da müssen wir da außen irgendwo hoch. Oh, das geht nur von der rechten Seite hoch. Andere Lager. Ah. Die 8 können wir auch noch im Skulpturenpark. Die können wir noch abklären, aber glaube ich. Ich glaube, es wurde eingesammelt und nicht bewertet. Also es ist wahrscheinlich ein Bug. Aber ich habe jedes abgeschaut jetzt. Also gestern von 22 Uhr bis 24 Uhr und jetzt heute mit euch im Video habe ich abgeschaut. Und das sind mindestens 100 Punkte, die ich abgeschaut habe. Also mindestens mehrere, zweimal. Jetzt im Video nochmals, ein zweites Mal. Und ja, geht einfach nicht. Kann also es nicht finden. Es geht nur hier durch. Also ich kann es nicht finden. Irgendwie ein schlimmer Bug. Hier im Ding können wir es noch suchen. Bevor wir ins Skulpturenpark gehen. Wir haben nämlich in Rheinach, das ist mein Nachbarsdorf, also ist fast schon eine Stadt. Also eigentlich ist es von der Einwohnerzahl schon eine Stadt. Habe ich auch einen Skulpturenpark, also ist auch ein Skulpturenpark dort. Aber mit so Märchenfiguren und so. So. Ja. Das ist nicht gerade mein Thema. Aber es ist einfach interessant, wie sich da Menschen Mühe machen, Statuen zu generieren. Zu erschaffen. Ja, Munition und so habe ich alle schon aufgeladen. Kann direkt weitergehen zum Kulturenpark. Was machen die hier eigentlich? Einfach nur abhängen. Ach komm. Was ist das denn? Der Lastwagen hat völlig falsch die Straße genommen. Viel zu schräg. Da unten. Oh. Also hier auf einem Gelände. Lass mich doch durch. Ey. Seit wann nerven die Passanten so extrem? Einfach nur NPCs und dann nerven sie. Also ich weiß es nicht. Bei mir ist es scheinbar ein Bug. Ich kann das nicht abschließen. Tut mir leid, ich würde es eigentlich zeigen im Video. Aber ist definitiv ein Bug. Ich war bei jedem Punkt nochmals sogar Zahlenabfolge im ersten Map-Ding von Google. Aber nö. Google Bilder. Es ist nirgends. Also es wird sogar erklärt bei einer Map, wo es ist. Und ich habe daran abgesucht. Aber ne, sie tauchen nicht auf. Also die letzte Statue taucht nicht auf. Und darum auch die zwei anderen letzten Statuen. Also es ist eigentlich ja nicht lösbar.
Ich hätte noch zwei, aber nee. Also hier habe ich abgesucht, sicher. Gehen wir mal über oberhalb vom Strip Club. Ich wollte hier nochmal schauen. Es könnte wirklich irgendwo ein Bug sein, dass es angesammelt wurde, aber nicht gezählt wurde. Mann! Wieso kann man die nicht einfach kaputt machbar sein? Einbauen, also sie kaputt machbar sind. Ja. Ne, sie fallen um. Also jetzt ist es auch Tag. Ich war immer in der Nacht hier, kurioserweise. Es ist nirgends. Man würde es blinken sehen. Es würde auffallen. Ich glaube auf dieser rechten Mauer hier. Hier war's. Aber nö. Nö. Eindeutig, definitiv nein. Und dann noch im Shoppingviertel da oben links. An der Star Street, wo die Sterne von den Stars sind. Das war hier. Hier ist sie nicht. Bin ich eigentlich ziemlich sicher. Aber können wir ja noch kurz gehen. Hier ist es. Es macht keinen Sinn mehr, also. Ich hoffe, da macht Rockstar noch etwas. Aber wieso macht Rockstar so viele peinliche Fehler? Das sind wirklich peinlich, das sind Flüchtigkeitsfehler. Rockstar macht die Updates einfach zu schnell. Also sie haben eigentlich sehr wenige Entwickler, die sie immer einstellen, für irgendein Update zu machen. Sie arbeiten immer noch stückchenhaft und dann machen sie so Flüchtigkeitsfehler. Rockstar hat ja bei Red Dead Redemption 2 auch mindestens einmal gefehlt. Also echt starke Fehler, grobe Fehler gemacht. Jetzt kommt es, glaube ich, am 2. November raus und ich habe keine Lust, es zu kaufen. Motiviert mich ein bisschen, bitte. Ja, aber irgendwie habe ich nicht den Nerv, es zu spielen. Wo war's hier? Hier weiß ich gar nicht mehr, wo das war. Nochmal kurz schauen. Ja, ziemlich sicher hier, wo wir den Weg durchgegangen sind. Nochmal kurz die Map mit den Beschreibungen. Reddit. Ah, ist unten. Also muss ich schauen, 43 und 42. Zuerst 43. Auf der Metalltreppe. Und 42 ist an einem Comic Store. Okay. Wo ist die Treppe? Wo ist das eine Treppe, die. Bin ich hier richtig? Irgendwo ist eine Treppe, die so zickzack geht. Ja, ist eins weiter die Straße. Also muss ich jetzt nochmals zahlen? Ich habe doch erst gezahlt. Hier oben ist sie nicht mehr. Die habe ich. Die anderen habe ich nicht. Nee. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mehrmals schon abgesucht habe. Dass ich alle habe. Alle 99. Alle 98 nicht. Comic Store ist irgendwo hier.
SK Eclipse Launch. Hier Hardcore Comics da. Da, ich glaube oben. Ich glaube, er ist oben. Also nicht mehr oben. Ich glaube, da musste man hier drüber gehen. Definitiv nein. Nicht hier. Nicht mehr hin. Was hat er in der Hand? Was sollte das eigentlich sein? Wahrscheinlich so ein Messgerät oder so. Oder ein Knüppel, der unter Strom liegt. Okay. Da noch kurz schauen. Nochmals eins. Oh je. Yeah. Es ist endlos. Die Suche ist endlos, weil es ein Bug ist. Aber die Belohnung ist so, so scheiße. Also das, ja, der Anzug ist echt billig. Ein bisschen lustig für eine Millisekunde ist es lustig. Und dann definitiv nein. Meine Stimme ist auch nicht mehr lustig. Nein, ich mach 6. Also ein bisschen schon. Aber tja. Weißt du, hat man wegen Krankheiten so ein bisschen Defizite, ist man hat schon wieder ein nicht mehr so guter Gameplay-Videomacher. Und das kackt mich einfach an, weil ich ja eben nicht 24 Stunden und 365 Tage livestreamen kann und Videos machen kann. Also meine Videos sollte auch nicht mehr ganz so wahrgenommen werden. Das ist halt einfach das, was mich momentan beschäftigt. Dass man ja eigentlich nur Chance hat, dass immer mehr Leute kommen. Es ist kein Wachstum mehr da, oder? Es ist eher ein Rückgang, weil sich manche Leute vielleicht ein bisschen nerven. Oh, er hat jetzt nicht so gute Qualität wie der beste YouTuber. Das ist so doof. Ja, im Golfclub habe ich auch alles abgeschaut. Das eine. Das andere haben wir ja gesammelt am Anfang vom Part. Also ich sage, es ist ein Bug. Sonst keine Ahnung. Naja. Ja, wer ein bisschen reden möchte über das Video, soll doch gerne einen kurzen Kommentar schreiben. Können wir auch ein bisschen reden. Nicht nur Kommentar schreiben. Und ja, das war irgendwo hier ganz hinten auf einer Bank. Also ich habe halt jetzt einfach gerade extrem wenig Geduld. Zu viel geht ja, zu viel gesucht. Das ist momentan echt schwer. Ich suche jetzt gerade die Bank, wo es war. Ist die unten? Es war eine Bank, die so ein bisschen von dem Hügel war oder so. Also doch die, wo ich jetzt gerade war. Bank war es. Also definitiv habe ich sie. Oder die. Naja, ich habe sie definitiv. Also ich werde jetzt alle Bänke noch kurz abklappern, zu Fuß drüber stolpern. Aber wenn sie nicht sichtbar ist, muss sie doch ja wenigstens aufnehmbar sein. Also wenn sie nicht sichtbar ist, habe ich sie doch schon, oder? So geht's auch. Okay. Ne, definitiv habe ich die. Schade, dann geht's bei mir also nicht weiter. Luxa hat ja auch keinen Kundenservice.
Zeig dich doch an. Mann, muss man immer auf die Map schauen, damit man sieht. Ist auf einer Mulde, also in einer Mulde drin. Naja. Ich brauche das Fahrzeug sowieso längere Zeit nicht. Das ist mir ein bisschen zu ausschlagskräftig. Also wenn man steuert, zu sehr ausschlägt hinten. Deshalb, ja, möchte ich das eigentlich auch nicht fahren. Ich habe es mir jetzt nicht beim Aus. Ich habe es, wenn ich viele kaputte habe, alle zusammen. Und dann habe ich es wieder, aber nein, ich will es jetzt nicht fahren. Bin ein bisschen enttäuscht von dem Auto. Allgemein halt einfach die Fahrzeugstellung. Aber das ist einfach so. Und das ist ja bei mir auch ein bisschen berechtigt, dass ich ein bisschen mehr Sensibilität gegen solche Sachen habe und deshalb auch ein bisschen mehr zeige. Einfach nicht stören lassen. Ihr versteht das wahrscheinlich, dass man ein Spiel schleifen muss, bis es Top-Qualität hat. Nee, es ist einfach eine Nebenbeschäftigung sozusagen von mir, Beta-Tester. Ich war eigentlich immer sehr willkommen bei den Beta-Tests. Gut. Also nicht negativ denken. Lol. Spawnen manchmal zu spät oder schlecht und dann kippen sie nach links oder rechts oder wackeln herum. Ah ja. GTA 6 kommt endlich. Tschüss.